dreht durch, macht Stimmung hier, hier ist für euch Kevin Ray! Ja! Leute, bitte nicht antrauen, wenn Führung ist, das ist eine geile Scheiße. Ha! Das ist Trier, Leute! Ihr müsst mir nichts vormachen. Ich weiß, ich habe hier 20 Jahre gewohnt. Wir haben alle Vorurteile über den Namen Kevin. Es ist einfach, ich wurde sogar mal gefragt, ey, pass mal auf, du bist jetzt Komiker und so, ne? Heißt du ernsthaft Kevin? Ich sag, was ist das für eine dumme Frage, Mama? Ja, so. Ich kenne ja die Frauen, die wirklich super aussehen, kein Gramm Fett an sich haben und trotzdem immer nur im Nörgeln sind. Stand sie noch vor mir, ich hab so viel zugenommen, wie kannst du mich so noch lieben? Ich sag, was ist das für ein Quatsch? Ich sag, Schatz, du bist Bombe. Wenn du 10 Kilo weniger hättest, würde ich dich auch lieben. Wenn du 10 Kilo mehr hättest, wären wir auch noch befreundet. Und dann haben wir angefangen, über Essen zu reden. Dann sagt sie zu mir, hey, rat mal, was mein Lieblingsessen ist. Das hat noch nie jemand erraten. Ich so, hey, pass mal auf. Mein Lieblingsessen ist auch noch nie jemand drauf gekommen. Ich wette, die haben dasselbe, so gleicher Geschmack und so. Sagt sie, nee, also der Zufall, der wäre zu krass. Wenn wir dasselbe Lieblingsessen hätten, dann schlafen wir sofort miteinander. Ich so, echt sofort? Die so, ja. Ich so, wow. Pass auf, wir schreiben es auf, okay? Also wir schreiben es auf. Haben wir es aufgeschrieben, sie hebt ihren Zettel hoch, da stand drauf, die Mayonnaise von McDonald's. Ich heb meinen Zettel hoch, da stand drauf, meins auch. Nach Hause gefahren, eine Tüte aufgemacht, hab gegessen, hab mich voll gefreut, greif meinen Becher, wollte meine bestellte Fanta trinken und trinke den puren Hass. Cola Light. Ja, das ist doch so, Cola Light ist doch so, wie wenn du ein Saarländer bist, das geht gar nicht. Das war's von mir, Dankeschön.